Was er neu hat, ist ein elektronischer Wankausgleich. Und das ist ein super Erlebnis. Und noch dazu hat er natürlich eine mitlenkende Hinterachse. Das hatte der Vorgänger auch nicht. Und das Handling des Fahrzeugs ist wirklich deutlich besser als beim Vorgänger. Wir haben hier natürlich wieder in dieser Fahrzeugklasse, wird uns das auch noch ganz bestimmt eine Weile begleiten, Dieselmotoren an Bord. Wir haben einen V6 Dieselmotor und einen V8 Dieselmotor. Dynamische Kurvenfahrten bringen den Touareg nicht aus der Ruhe. Denn seine aktive Wankstabilisierung reduziert die Seitenneigung spürbar. Die geteilten Stabilisatoren der Vorder- und Hinterachse verfügen über zwei elektromechanische Aktuatoren. Sie sorgen für optimalen Fahrbahnkontakt aller vier Räder. Dazu verteilt das System das Wankmoment dynamisch zwischen Vorder- und Hinterachse für gute Fahrdynamik. Als SUV ist der Touareg auf vielen Wegen zu Hause. Auch im Gelände. Am Drehtaster oder per Fahrprofilauswahl kann der Fahrer sich Luft verschaffen. Bis zu 70 mm dank optionalem Luftfahrwerk. Zwei Druckspeicher befüllen die Federn, heben die Karosserie an. Dazu schalten die geregelten Dämpfer auf Offroad. Ab 120 km/h und im Sportmodus wird die Karosserie um 15 mm abgesenkt. Die Dämpfer werden straffer. Für optimale Fahrdynamik. Der Touareg ist groß und berühmt geworden, auch ein Stück weit als luxuriöses Nutzfahrzeug. Und wir wollen auch weiterhin unsere Kunden bedienen. Wir haben über 60% Einbaurate einer Anhängerkupplung bei dem Fahrzeug. Und unsere Kunden sind gewohnt, und das wollen wir ihnen künftig auch anbieten können, schwere Anhänger ziehen zu können, ihr Boot, ihr Pferd, wie auch immer. Und das geht mit diesem Auto genauso gut wie mit dem Vorgänger. 3,5 Tonnen. Als SUV kann der Touareg besonders schwere Lasten ziehen. Per Knopfdruck bringt sich die optionale Anhängerkupplung in Stellung ganz automatisch. Sie macht den Touareg zur Zugmaschine mit bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. Rangieren mit Anhänger will gelernt sein, muss aber nicht. Dank Trailer Assist, dem Anhängerassistenten von Volkswagen. Aktivieren, Richtung einstellen und los geht's. Trailer Assist übernimmt die Lenkung, der Fahrer Gas, Bremse und Schaltung. Die Rückfahrkamera ermittelt den Knickwinkel der Deichsel. So weiß der Assistent, wohin er lenken muss. Natürlich kann der Fahrer die Richtung jederzeit korrigieren. Also im Innenraum spielt sich natürlich eine digitale Erlebniswelt ab. Da legen wir viel Wert drauf in dem Auto. Das ist das erste, bei dem wir im Konzern und in der Marke das so spielen. Wir haben große Displays, eine Kombination aus 12 Zoll FPK, was der Fahrer direkt vor sich hat, und einem 15 Zoll Discover Premium, wo er sich frei konfiguriert, die ganzen digitalen Funktionen ablegen kann und erleben kann. Ergonomisch zum Fahrer geneigt. Völlig schalterlos und hoch integriert. Touchen, halten, wählen. So intuitiv lässt sich der Homescreen individualisieren. Genauso leicht die Bedienung. Mit einem Finger innerhalb eines Menüs, mit zwei Fingern in die nächste Menüebene. Oder per Geste. So blättern Sie beispielsweise durch Ihre Alben.
Wie Sie sehen können, ist das Highlight also eine ganz große Bedienlandschaft, eine digitale, die sogar richtig gekurvte Displays hat, wie man das teilweise aus dem Fernsehbereich jetzt kennt. Und das hat zum einen den Grund, dass es ergonomisch sehr angenehm ist in der Touch-Interaktion und zum anderen ein richtig willkommen heißt, wenn man sich hineinsetzt. Wenn man etwas einstellt, wie die Navigationskarte, ein Ziel möchte ich zum Beispiel eingeben, dann kann ich hier in diesen Vollbildmodus gehen, in dem 15-Zoll-Display und kann hier, wie ich das von Volkswagen gewohnt bin, ein Ziel eingeben. Ich kann aber auch dann natürlich nochmal eine Quelle auswählen in dem Media-Bereich, dass ich weiß, ach okay, diese Musik möchte ich jetzt hören und kann dann bekannt eben von Tablet und Smartphone den Home-Button drücken und habe eine Schaltzentrale von allem, was mich interessiert. Wie fahre ich im Offroad? Wo muss ich lang navigieren? Wie ist der Verkehr? Und ich kann meine Kontakte anrufen. Ganz besonders gut ist, wenn ich jetzt fahre, dass ich mit einer Geste, die nicht präzise sein muss, sondern eine Wischgeste ist, in den Dingen, die mich interessieren, eben etwas bedienen kann. Mit einem Finger kann man eben durchwischen, was einen so interessiert. Und man muss aber zwei Finger nehmen, um nochmal in die anderen Bereiche zu kommen. Ne? Das ist halt was, das muss man wissen. Das Digital Cockpit stellt sich ganz individuell auf seine Fahrer ein. Mit diesen Tasten kann es flexibel angepasst werden, etwa die große Landkarte, in die sogar hineingezoomt werden kann. In der Dunkelheit behalten Sie den Überblick mit der optionalen Nachtsichtunterstützung. Ihre Wärmebildkamera erkennt Menschen und größere Wildtiere bis zu 130 Meter voraus, angezeigt im Digital Cockpit. Lichthupen warnt, in Verbindung mit LED-Matrix-Scheinwerfern. Dazu werden die Bremsen auf eine Gefahrenbremsung vorbereitet. Alles im Blick. Das optionale Head-Up-Display projiziert wichtige Informationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers, etwa Geschwindigkeit und erkannte Verkehrszeichen, aber auch Warnhinweise der Fahrerassistenten sowie Navigationshinweise. Ohne den Blick von der Straße abzuwenden, kann das Head-Up-Display konzentriertes Fahren fördern und den Fahrkomfort steigern.